Darm habe ich schon angesprochen, ist auch eine wichtige Thematik und vor allem dann, wenn man Schlacken- und Säureprobleme hat und die Wirkungen von Programmen, die wir ja durchführen können und beschleunigen will, dann ist die Darmsanierung ganz eine wichtige Technik. Schön ist, dass man muss sich einfach trauen, aber schön ist, dass man es innerhalb von wenigen Tagen, einer Woche beispielsweise schon erfolgreich durchführen kann. Und wir machen das ja mittlerweile seit über 15 Jahren. Wir können damit sehen, dass wir eben nicht nur Darmprobleme allein in den Griff bekommen können, also vor allem funktionelle Dinge mit Gasbildung oder Verstopfung, sondern dass eben auch Fernwirkungen entstehen, eben diese Reinigungs-Entschlackungswirkung, die die Patienten dann verspüren, an anderen Organen sich manifestieren und so manche Dinge, die vorher undenkbar gewesen wären, dann plötzlich sich bessern oder ganz verschwinden. Bevor ich was dazu sage, vielleicht nochmals den nächsten Film. Das Bad Füssinger Darmzottenbad nach dem Servicehandbuch Mensch. Was einem in den Tiefen eines Dickdarms so alles begegnet, erfordert ein tieferes Eindringen, als dies mit den üblichen Einlauftechniken möglich ist. Von D wie Divertikel über K wie Kotsteine zu P wie Parasiten, die professionelle Lösung der Hinterlassenschaftsprobleme des Verdauungsvorgangs stammt aus der Raumfahrt. Der Colon-Hydromat pumpt über ein kleines Röhrchen, das sogenannte Spekulum, immer nur so viel körperwarmes Wasser in den Darm wie nötig und saugt das Ganze dann ab. Dabei wird der Darm durch die Therapeutin mit der sanften Colon-Massage und einem warmen Leberwickel unterstützt. Damit auch der Dünndarm gespült wird, trinken Sie vor jedem der 3 bis 6 Darmzottenbäder in 1 bis 2 Kurwochen reichlich basisches Aktivwasser. Am Ende sind alle Teile des Verdauungssystems gereinigt und die Therapeutin mischt noch frischen Sauerstoff ins letzte Spülwasser. Der macht den Gärungs- und Fäulnisvorgängen im Darm das Leben schwer und bringt auch einen frischen Energieschub zu den Nachbarorganen, insbesondere dem Entgiftungszentrum in der Leber. Am Schluss ist alles sauber. Ja, die Kunst der Stunde nutzen wir natürlich dann, indem wir dann eine Wiederaufforstung der Keimflora innerhalb weniger Tage betreiben. Die Leute bekommen eben dann Probiotika bestimmter Zusammensetzung mit Fermenten kombiniert und dann funktioniert die ganze Mechanik. Also hier haben Sie gesehen, wird gespült sozusagen und dann wird gleichzeitig Wasser getrunken. Also von oben und von unten geht das Ganze zu Gange. Und wichtig ist natürlich, dass hier das Milieu des Darmes beeinflusst wird und jemand hat einmal gesagt, das Milieu ist alles und der Keim ist nichts. Aber wenn wir eben Leute befragen, die Gasbildungen haben, die haben ja oft sehr übelriechende Winde, dann wissen wir schon, dass eben hier die Fäulnis überschießend ist, das Ganze nicht stimmt. Und Sie können sich vorstellen, wenn dann noch eine Beeinflussung der Magen-Darm-Bewegungen gleichzeitig zustande kommt, also die Magen-Darm-Motorik, wie wir sagen, gestört wird, was dann die Leute zwingt, Darmabwehrmittel zu schlucken, mit der Folge eines wiederum Kaliumverlustes, Energie- und Nervenmineral, dann haben wir eben einen Teufelskreislauf, weil eben dann einerseits viel mehr Fäulnis entsteht und diese Fäulnismassen auf der anderen Seite viel zu lange im Darm bleiben. Also wenn beispielsweise die Darmpassage nicht innerhalb von 12 Stunden funktioniert, wie es ja heute fast schon die Ausnahme ist, bei dem hohen Medikamentenkonsum, der damit auch hineinspielt, sondern dass es eben in 36 Stunden geht oder vielleicht auch in 48 Stunden erst, dann kann man sich wirklich vorstellen, dass was damals die Meyer-Kuren schon gesagt haben, eine Selbstvergiftung, der Tod kommt vom Darm, dass da schon irgendwas dran ist. Und wenn man dann eben mal diese Leute beobachtet, die dann eben typische Signale haben, Ringe unter den Augen, Ausdünstungen, sie schwitzen sehr stark in der Nacht, sie wollen ja was loswerden, sie haben Gasbildungen in Unmengen, sie haben Sodbrennen, sie fühlen sich wirklich nicht wohl, dann kann man sich schon vorstellen, dass man eben durch so eine Intervention in der Darmsanierung und das allein schon in wenigen Tagen einen sehr guten Erfolg auf die Beschwerdesymptomatik erzeugen kann und die Leute sich dann eben langdauernd wohlfühlen. Ich meine, man darf ja nicht immer nur meinen, das kleine Röhrchen da unten hat nur für sich eine Bedeutung. Ich meine, das denken Sie auch nicht, hoffe ich, sondern das hat eben schon für den gesamten Stoffwechsel eine entscheidende Rolle zu spielen und natürlich auch eine Fernwirkung. Wenn Sie schon mal bloß anschauen, wenn wir eine starke Gasbildung haben, die kann ja am Tag statt einen halben oder einen Liter, 5, 6 Liter pro Tag betragen. Und Sie können sich ja vorstellen, wie ein Fahrradschlag ist das Ganze aufgeblasen und aufgepumpt.
Dann kommt es zu einem Zwerchfellhochstand. Das Zwerchfell wird weit nach oben gedrückt. Und wenn dann, was ja meistens der Fall ist, weil die ganze Milieubildung ja auch den Magen mit anbelangt, noch eine chronische Säurebelastung des Magens besteht, dann haben wir eine fatale Situation. Der Mageneingang wird gesprengt und aufgemacht. Die Gase gehen zwar heraus, aber gleichzeitig werden auch Unmengen von Säuren nach oben geschleppt und geschleudert. Und dann haben wir ein Sodbrennen, das eben auch dann oft durch große Dosierungen an sogenannten Säureblockern nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Und dann denken die Leute darüber, sollen sie den Mageneingang zunähen lassen oder was soll ich denn sonst noch alles machen? Also schon manchmal sehr verzweifelte Situationen, die dann das Endstadium einer Kaskade, einer Darmstörung letztendlich darstellen. Sehen also hier müssen wir Acht geben. Also Verstopfung, Gasbildung, das sind eben schon zwei so ganz wichtige Signale, die Divertikelbildungen im Essdarmbereich. Stichworte, die Sie vielleicht alle schon mal gehört haben, Darmpolypen, die dann letztendlich zu einem Krebs führen können. Das alles ist nicht rein zufällig in unserer Gesellschaft, wo eben solche Belastungen eine entscheidende Rolle spielen. Und die Thematik Gifte habe ich ja gerade schon mit angedeutet, spielt hier auch eine entscheidende Rolle, weil wir ja nicht nur über den Darm Gifte in uns hineinschleppen, sondern die auch hineinatmen und so weiter. Wir leben halt letztendlich, das müssen wir so sehen, wenn es auch unheimliche Vorteile hat in einer modernen Industriegesellschaft, die ja neben Lebensmittelchemie, Konservierungsstoffen, Farbstoffen, alles muss ja gut ausschauen, gut schmecken, schnell verkauft werden können, das was gut ausschaut und was wir rosig sehen, das schmeckt gut, aber wenn die Tomate dann, wenn man da hineinbeißt, gar nicht schmeckt, dann wissen wir eigentlich, ob man uns getäuscht hat. Und natürlich auch die Thematik, die ich schon für wichtig finde, Schwermetalle. Das ist ja gerade ein Thema, das man heute immer wieder sieht. Gerade wird es ja momentan in den Medien wieder diskutiert. Was passiert denn dann, wenn eine Endoprothese abgerieben wird und dann eben Stoffe wie Kobalt und andere Verbindungen in den Körper hineinkommen? Dann haben wir eben Silikonwelle und so weiter. Wir haben den Dünger aus China. Und wir haben natürlich auch in unserem Mund, Schwermetalle sind in aller Munde, ja, die Amalgamwelle, die ja momentan wieder nicht so stark diskutiert wird, kontrovers diskutiert wird. Aber letztendlich sind das eben dann doch schon Stoffe, die in geringsten Mengen, das ist eben das Tückische daran, wir haben ja gar keine Sinnesorgane dafür, wenn wir sagen, die Beine werden plötzlich taub, ich werde unruhig mit meinen Beinen, ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren und mein Kind ist lernschwach geworden. Wir haben ja dafür keine unmittelbaren Sinnesorgane, aber das sind eben Nervengifte, Gefäßgifte, Gewebsgifte und Tumorgifte, die bereits in geringsten Mengen, wenn man unvorsichtig damit umgeht, wie zum Beispiel auch eine Plombe herausbohren, einfach das Ganze runterschlucken, dann haben wir schon die Quecksilberbelastung, die dann in einer Halbwertszeit von 18 Jahren im Gehirn sich vorfindet und eben Probleme mit Leistungsschwächen, Zittern, Unruhe, Angstzuständen etc. verursacht. Also wirklich ein pures Nervengift. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie wir eigentlich mit den Entgiftungen umgehen. Professionell entgiften nach dem Servicehandbuch Mensch. Wie viele Giftstoffe kann ein Mensch einlagern, ohne nachhaltigen Schaden zu nehmen? Gegen höhere Dosen an Giften in der Nahrung rebelliert oft schon der Magen und verweigert durch abrupte Rückgabe die Weiterleitung an die folgenden Verdauungsorgane. Hat ein Giftstoff jedoch den Magen überwunden, kann es trotzdem sein, dass er den Körper verlässt. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn wir gleichzeitig mit dem Giftstoff bestimmte schützende Nahrungsmittel zu uns nehmen, die verhindern, dass der Giftstoff in der Passage durch den Darm aufgenommen wird. Koriander und die Chlorella-Alge zählen zu solchen Schutznahrungsmitteln. Natürlich gibt es auch Medikamente gegen akute Vergiftungen. Die wirken, solange sich das Gift noch im Darm befindet. Zum Beispiel bestimmte Pulver aus Vulkangestein, die sogenannten Clean Optilite. Alle diese Schutzmaßnahmen helfen aber nichts mehr, wenn der toxische Stoff sich bereits innerhalb des Kreislaufs oder in seinen Zielorganen befindet. Hiervon betroffen sind vor allem die Leber, das Nervensystem und besonders das Gehirn. Oft unterschätzt wird die Giftstoffaufnahme über den Riechnerv direkt in das Gehirn. Insbesondere Quecksilber wird vielfach aus verschmutzter Luft oder beim Herausbohren aus quecksilberhaltigen Amalgamfüllungen aufgenommen und kann einem für Jahrzehnte das Leben zur Qual machen. Giftige Schwermetalle, die im Körper eingelagert sind,
kann man am einfachsten durch eine Haaranalyse aufspüren. Wenn hier bestimmte Grenzwerte überschritten werden, empfiehlt das Servicehandbuch Mensch eine sogenannte Chelattherapie. Dabei werden je nach Zielorgan unterschiedliche Cocktails von Lösungsmitteln per Infusion in die Blutbahn gebracht. Das Wort Chelat bedeutet Krebsschere, weil die Chelatmittel das Schwermetall wie eine Zange umklammern und es dadurch wasserlöslich und über Nieren und Blase ausscheidungsfähig machen. Die Chelattherapie hat noch eine erfreuliche Nebenwirkung, die manche sogar für den wichtigeren Effekt halten. Sie kann arteriosklerotische Plaques beseitigen, insbesondere aus kleineren Blutgefäßen. Das macht die Chelattherapie zu einer wichtigen Vorsorgemaßnahme. Der ehemalige Bypass-Chirurg Dr. Peter van der Schaar konnte in seiner Klinik 70% von bereits geplanten Bypass-Operationen verhindern. Dr. Walter Irlacher aus Bad Füssing betont auch die Wirkung in der Nachsorge bei Herzoperationen. Durch das Freispülen der kleinen Adern mit ihren über 100.000 Kilometern pumpender Blutgefäße kann ein geschwächtes Hauptherz entlastet werden. Unterstützend wirkt bei der Ausspülung auch die Gabe von basischem Aktivwasser an den Patienten während der Chelattherapie. Ja, weil wir die Entgiftungswege sozusagen freispülen. Aber es ist interessant, wie man da Patienten, die eben diese chronischen Schwermetallbelastungen, wenn man das richtig macht, Analyse vorher, entweder durch die Haare oder eben auch durch eine Ausleitung über eine Urinanalyse. Das sind meine Methoden, wo man eben naturwissenschaftlich im Labor nachweist, hier haben wir Metalle und wir haben sie hinterher auch ausgeleitet. Dann kann man gute Effekte sehen, wenn man es richtig macht und die Cocktails richtig kombiniert. Also Schwermetalle, wir entgiften, wir verbessern die Durchblutung durch arteriosklerotische Plaque-Stabilisierung, kann man sagen. Wir verbessern oft auch Blutdruckwerte, Fibromyalgie-Patienten sprechen auch an, ich weiß nicht warum, aber es geht. Und Sie sehen, das ist jetzt eine Sache, die als Beispiel mal für viele hundert, die ich in den letzten Jahren behandelt habe, steht, hat mich beeindruckt, dass die Patientin von sich aus einen Brief mehr schreibt. Sie wohnt ja nicht weit von hier, also sind auch öfters mal da und hat mir das bestätigen können. Hat also vielfach Beschwerden gehabt. Sie können die Liste einfach mal überfliegen mit mir. Ist fast ein Wunder, würde ich sagen, aber es ist halt so. Keine Kopfschmerzen mehr. Sie hat Ende Juni 2010 beim Kardiologen Plaques in den Schlagadern festgestellt. Die linke Halsschlagader war frei später. Sie hat Medikamente gegen Bluthochdruck 40 Jahre lang eingenommen, braucht sie ebenfalls nicht mehr. Konnte ich zunächst nicht glauben, aber stimmt. Ich habe sie überprüft. Sie braucht nichts mehr. Sie sieht besser und sie hat auch keine ganz wichtig kalten Hände und Füße mehr. Deswegen kam sie eigentlich zu mir, weil sie gesagt hat, so alt bin ich doch noch gar nicht und habe immer diese Gefühllosigkeit in den Füßen und den Beinen. Ich muss jeden Tag zwei Paar Socken anziehen, das stört mich und ich habe keine Lust mehr. Wir haben dann schon in der ersten Serie der Chelattherapie einfach festgestellt, dass sie natürlich keine zwei Paar Socken mehr gebraucht hat. So hat es eigentlich begonnen. Das andere hat sich erst viel, viel später eingestellt. Das hat sie noch gar nicht gemerkt, aber sie hat auch geschrieben, wenn ich mich jetzt erst melde, sondern deshalb, weil ich sicher sein wollte, dass dieser Wohlfühlzustand nicht nur von kurzer Dauer ist, was ja auch mal sein hätte können, dass es eben zufällig so eine Erscheinung tritt, hat sie erst mal einige Monate abgewartet und dann hat sie sich dahingehend gemeldet. Also das ist eine Sache, die gut funktioniert. Ich mache es seit 1995, habe es eigentlich in den USA gelernt und mittlerweile gibt es ja die Deutsche Ärztegesellschaft für Chelattherapie oder Metalltoxikologie, wie sie jetzt heißt, in der ich auch seit vielen Jahren drin stecke und immer mehr Kollegen, auch Bypass-Chirurgen, Ex-Bypass-Chirurgen, Kardiologen sind damit drinnen, die auch hinter diesen Konzepten stehen. Man muss alles halt nur richtig machen und dann den Patienten mitführen und nicht gleich sagen, jetzt tun Sie Ihre Medikamente alle weg, weil wir machen jetzt eine Chelattherapie, also so arbeiten wir nicht, sondern wir schauen erstmal, was für Effekte sich daraus entwickeln und dann kann man sagen, ich habe wirklich etwas erreicht, wo ich halt Einsparungen vornehmen konnte. Nun, sehen, also das sind so Methoden, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber die ganz gut funktionieren. Und
möchte Ihnen jetzt noch mal so ein bisschen zum Abschluss der letzte Serie zeigen, wie wir eigentlich uns regulativ an den Körper sehr gut heranbewegen können. Das ist ein gewisses Doping sozusagen, wenn man eine Sauerstoffblutwäsche als eine Basistherapie nimmt. Ich habe sie sicherlich in den letzten 20 Jahren 25.000 Mal durchgeführt. Also ich kann Ihnen versichern, das ist eine wirklich starke regulative Methode, die eben Ihnen hilft bei austherapierten Fällen, wo Sie eben durch Medikamente beispielsweise völlig starr und unelastisch in Ihren Gefäßen geworden sind, wo die körperlichen Regulationen, weil sie immer wieder von außen unterstützt worden sind, völlig totgeschlagen worden sind, wo man die Leute wieder in Gang bringt und dann plötzlich andere Methoden und Mechanismen wieder viel, viel besser funktionieren. Also eine, haben Sie es wollen, ich durchbreche damit sozusagen den Winterschlaf der Gefäße, der Durchblutung und des Immunsystems. Also drei Fliegen mit einer einzigen Klappe, wo gibt es das schon mal? Wieder aus dem im Märchen von damals. Und da haben wir ja wirklich dann etwas in der Hand, wo die Leute sagen, ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht, aber ich bin im Winter nicht mehr krank geworden. Ich kann wieder besser sehen. Ich brauche manchmal sogar keine Brille mehr. Wenn ich nochmal dann hinterher darauf zurückkommen. Und vor allem, ich bin viel leistungsfähiger und belastbarer geworden. Wie funktioniert's? Die Quantox Blutwäsche nach dem Servicehandbuch Mensch. Im menschlichen Kreislauf unterscheiden wir Arterien mit hellrotem, sauerstoffreichem Blut und Venen mit dunklem Blut, welches mit Kohlendioxid beladen ist. Bei der Quantox-Blutwäsche wird zunächst dunkles Venenblut entnommen. Dann wird es mit Sauerstoff und Ultraviolettlicht aufbereitet und als hellrotes Blut in die Vene zurückgeleitet. Dies ist eine der effektivsten Reiztherapien überhaupt. Denn plötzlich fließt mehr Sauerstoff durch die Venen. Meist kommt es zum sogenannten Rotbäckchen-Effekt, der darauf hinweist, dass sich verschlossene Kapillaren öffnen und der zusätzliche Sauerstoff den Stoffwechsel in ungewöhnlicher Weise aktiviert. Dies ist gerade dann von unschätzbarem Wert, wenn es Sauerstoffnotstandsgebiete im Körper gibt, wo die Durchblutung auf Eis gelegt ist, was sich oft an kalten Händen und blauen Lippen zeigt. Dann sinkt die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit auf ein Minimum. Stoffwechsel und Immunsystem brennen auf Sparflamme. Mit einer normalen Sauerstoffbeatmung, also auf dem Weg über die Lunge, kann man diese Gebiete nicht gut erreichen. Vor allem, wenn der Blutfluss durch Arteriosklerose, also verengte Adern, nicht mehr ausreicht, oder wenn die feineren Blutgefäße, sogenannte Kapillaren, bereits verschlossen sind. Die Quantox-Blutwäsche umgeht den Weg über den Blutkreislauf und kommt so wie ein Hubschrauber zu den schlecht mit Sauerstoff versorgten Gebieten. Das 1949 von dem Schweizer Mediziner Wehrli entwickelte Verfahren wurde in den letzten 20 Jahren über 20.000 Mal in der Kurpraxis Dr. Walter Irlacher eingesetzt und aktiviert die Mikrodurchblutung, was man zum Beispiel mit einer Thermografiekamera sehen kann, die minder durchblutete Stellen und die Durchblutungszunahme sichtbar machen kann. Eine weitere Neuentwicklung und zusätzliche Behandlungsmöglichkeit ist die Förderung des Immunsystems durch Kombination mit Hochdosis, Die Ascorbinsäure, bekannter als Vitamin C. Warum aber kann es, selbst bei gesündester Ernährung, dazu kommen, dass es hier zu einem Mangel kommt? Die meisten Säugetiere können ihren Vitamin-C-Bedarf in Eigenproduktion decken, wir nicht. Ohne die Zufuhr dieses wasserlöslichen Mikronährstoffs können wir nicht leben. Wozu dient es eigentlich? Es spielt eine Rolle bei der Wundheilung, der Durchblutung und im Immunsystem. Außerdem ist es wichtig für den Energie- und Nervenstoffwechsel. Die bekannteste Wirkung ist die antioxidative. Vitamin C schützt den Körper vor Oxidation durch freie Radikale. Bei Erkrankungen und Stress treten diese Zellgifte vermehrt auf. Freie Radikale sind Moleküle, die anderen Molekülen Elektronen rauben und sie durch Oxidation unbrauchbar machen. Vitamin C ist ein wichtiger Gegenspieler der Oxidation,
weil es den freien Radikalen freiwillig Elektronen abgibt, sodass diese nicht mehr schädlich sind. Körpereigene Vitamin-C-Depots sind im Gehirn, im Immunsystem, in den Augenlinsen, in den Wänden der Blutgefäße, im Herz und in der Leber, den Nieren und Nebennieren. Auch Muskeln und Knochen enthalten viel Vitamin C. Wie kann es sein, dass diese Vorratstanks sich schneller leeren, als sie gefüllt werden können? Bei Infektionen, entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma, Arthritis und Allergien, bei Stress und Depressionen oder nach Operationen und natürlich auch durch das Rauchen kommt es zu immensen Vitamin-C-Verlusten. Dann kippt das Gleichgewicht zwischen Vitamin-C-Aufnahme durch die Nahrung und dem Verbrauch im Körper und es kommt zu Vitamin-C-Mangel mit Infektionen und zum Beispiel Gelenkschmerzen. Wie die Daten der nationalen Verzehrstudie zeigen, und das ist eine industrieunabhängige Studie, leiden rund 50% der deutschen erwachsenen Bundesbürger an Vitamin-C-Mangel. Und warum füllt sich der Tank nicht mehr so schnell durch die Nahrung? Die Aufnahme von Vitamin C aus der Nahrung erfolgt über den Dünndarm und ist auf 2 Gramm am Tag beschränkt. Das reicht bei einem Mangel nicht. Ideal ist dann die direkte Vitamin-C-Hochdosis-Infusionstherapie, bei der das Vitamin C in großer Menge ohne Behinderung durch den Darm in den Körper eingebracht werden kann. Dadurch kann sich der Vitamin-C-Spiegel im Blut bis auf das 10-fache erhöhen. Der hohe erzielte Wirkspiegel sorgt für schnelle Verfügbarkeit und ein Auffüllen der Depots in den Organen.